Okay. In diesem Vortrag geht es um Deep Dive into the World of DOS Viruses, also ein tiefes Eintauchen in die Welt von MS-DOS-Viren. Es geht um die MS-DOS-Version von vor 27 Jahren. Und da sehe ich quasi eine junge Version von mir selber, die über dasselbe redet. Und ich habe damals über ein Universitätsprojekt geredet, das ich etwa 3 Jahre lang betreut habe. Und wir haben sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Inzwischen, 27 Jahre später, hat also unser Sprecher verschiedene, ja, können wir Dinge über Wi-Fi übertragen oder in Dubstep. Und alles, was wir damals probiert haben, hat er, mit viel Aufwand, hat er jetzt mit irgendwie so 4 Stunden CPU-Zeit geschafft. Begrüßt Ben. Großen Applaus. Vielen Dank. Hallo, ich bin Ben Kara-Cox, wie ihr auf der Slide seht. Ich muss zuerst etwas gestehen, damit ihr euch diesem bewusst seid. Also, DOS ist älter als ich, das steht auf der Slide. Aber egal. Was ist DOS? Wir fangen direkt damit an. Also, DOS ist ein Upgrade von CPM, also einem anderen alten Betriebssystem. Und DOS unterstützt sehr viele Hersteller. Einige DOSes waren kompatibel, so einige teilen auch ihre Malware untereinander. Also die meisten Leute kennen Leute von diesen alten Boxen, das am besten mit dem Model M Tastatur, das die meisten wegen seinem Sound hassen. Und so hat DOS damals ausgesehen. Pretty basic. Ja, eigentlich ziemlich unspektakulär. There we go. Okay. So. So, this is WordStar. So, das war WordStar, ist WordStar. Einige wissen noch, Game of Thrones wurde in WordStar geschrieben. Er war offensichtlich ein großer Fan von moderner Programmen wie WordStar. Und es war auch aus sicherheitstechnischer Sicht sicher, weil man hatte damals noch keinen Internet-Access. Und für viele Leute war das auch das erste Mal, als sie programmiert haben. Da wurde auch Key Basic erfunden. Das wisst ihr wahrscheinlich, da gab es eine sehr einfache Programmiersprache. Und viele haben das so als Anstiegsdroge ins Programmieren verwendet. Für andere Leute war die Erfahrung mit DOS nicht so großartig. Ich zum Beispiel musste einfach Arbeit erledigen mit einem... Ja, ich wollte da Arbeit erledigen und dann ist auf einmal das passiert. Leider hat es jetzt keinen Sound dazu, aber stellt euch euren PC-Lautsprecher vor, der so Techno auf einer Frequenz spielt. Das kann sehr peinlich sein in einem Büro. Das kann man nicht abbrechen. Man muss das spielen lassen. Wenn man eine Taste drückt, sagt es, dass man nichts drücken soll. Ja, das ist... Ja, ist sehr lustig, aber eben auch nicht, aber ja, es ist nicht wirklich bösartig. Das ist ein anderes gutes Beispiel von einem DOS-Virus, die Ambulanz. Und dann fährt einfach die Ambulanz vorbei und dann geht das Programm normal weiter. Ich mag das, ich finde das großartig. Ja, und diese Webseite hat das gut zusammengefasst, die Geschichte darüber. Und die ukrainische Polizei hat zum Beispiel Folgendes zusammengefasst. Sie sagen, also jemand hat wohl gesagt, dass jemand Malware verteilt.
die funktioniert inzwischen nicht mehr. Die Polizei hat eine Hausdurchsuchung gemacht. Und aus dieser Hausdurchsuchung gibt es nun einen Snapshot mit vielen alten Viren aus der MS-DOS-Zeit. Und das Interessante daran, da gibt es 66.000 und es ist 6,6 Gigabyte groß. Diese Viren, ja, sie machen eigentlich nicht viel. Sie sind nur ein paar Bytes. Und die sind relativ einfach, so zum Beispiel eine Ambulanz zu zeichnen. Und typischerweise hat auch die Weiterverbreitung hat sich geändert. Zum Beispiel der Lebenszyklus eines solchen MS-DOS-Virus sieht wie folgt aus. Man downloadet so ein Programm. Es sieht so aus, als tut es nichts, aber das sieht jedenfalls für dich so aus. Aber dann lässt man noch mehr Programme laufen, die der DOS-Virus infiziert noch mehr und dann gibt man das eventuell weiter und zum Beispiel durch RAP-Kopien oder in irgendwelche Foren, dann wird das weitergemacht und es verbreitet sich immer weiter. Very brutally, very quickly. Und ja, dann geht die Malware über die komplette Welt sehr schnell. Die meiste DOS-Malware ist relativ einfach. Es schaut, wenn wir fertig sind, wenn wir soweit sind, um Dinge anzuzeigen, dann tun wir das. Sowas wie das hier. Es sieht schön aus, es nutzt VGA-Farben. Man kriegt so ein bisschen Demoscene-Wipes davon. Manchmal kriegt man davon auch sehr komische Dinge. Das ist weniger als ein Kilobyte, sogar viel weniger als ein Kilobyte. Oder man kriegt interessante Screen-Effects. Zum Beispiel sieht man hier den Computer sich auflösen. Könnte relativ komisch sein, wenn man es nicht erwartet. Oder wenn die Bedingungen nicht erfüllt hat, dann hookt man in Syscalls rein oder infiziert noch mehr Dateien. Wie man DOS-Programme infiziert, ist relativ einfach. Wir schauen uns den kompletten Code an. Man benutzt die ersten drei Befehle durch einen Jump zur Malware und dort tut man dann die Malware hin und sobald die Malware dann gelaufen ist, kann man wieder zurückspringen, wenn man möchte. Das ist auch noch so ein Ding bezüglich Syscalls. MS-DOS ist ein Betriebssystem, es hat Syscalls. Programme können MS-DOS fragen, um Dinge zu tun, zum Beispiel Dateienzugriff oder so. So, das machen wir mit einem Software Interrupt. Glücklicherweise kann man MS-DOS auch erweitern. Man kann nicht nur Händler erweitern, sondern sie auch ersetzen, was sehr interessant ist, wenn man Programme schreiben möchte, aber natürlich auch sehr interessant, wenn man Malware schreiben möchte. Manche interessanten Syscalls sind hier. Das sind die Sachen, die DOS bereitstellt. Die sind einfach sehr nützlich im Allgemeinen. Das ist hier, sieht man so ein sehr kurzes Hello World Programm. Das ist fast das Kleinste, was man machen kann, bis auf den Hello World String. Das ist eine relativ einfache Binary. Wir nehmen den Pointer zu dem Message. Dann setzen wir den AH-Register zu 9 und dann, das ist der Syscall, um einen String auszugeben. Und dann nehmen wir den Software-Interrupt Nummer 21 in Hexadezimal. Dann setzen wir HH auf 4C in Hex und ja, das beendet das Programm.
Und das ist das, was dann tatsächlich passiert. Man hat einen Programmcode, der einen Interrupt auslöst. Dann kommen wir in den Interrupt-Händler. Dann haben wir in den, dafür hat die CPU in den Interrupt-Vector-Table geschaut, in die ersten 100 Bytes davon. Und das sieht so aus wie ein Router. Das ist quasi, wenn ihr sowas schon mal geschrieben habt, das ist quasi das gleiche, bloß mit Syscalls. Es compare und dann jump, je nachdem, was passiert. Dann sind wir im Call-Händler. Normalerweise kommen Dinge in Register oder auf den Stack und dann geht es wieder zurück zum Programm. So, und wenn wir uns das anschauen, was das Programm tatsächlich tut, dann müssen wir den Breakpoint hier hinsetzen, in den Interrupt-Händler. Das ist die einzige Position, wo wir sicher sind, dass es existiert. Das ist viel entfernt davon, dass man Address-Space-Randomization hat und viel, viel länger noch, dass man im Betriebssystem das selber hat, im Kernel. Und man kann, aus diesem Grund kann man sehr interessante Dinge tun, zum Beispiel auch Linux booten direkt von einem, aus einer COM-Datei. Wenn wir so einen Fall genau anschauen, können wir mal schauen, was da genau gemacht wird. In diesem Beispiel sieht man ein Goat-File. Das ist eigentlich nur dafür designt worden, um infiziert zu werden. Also eine Ziege quasi. Und das ist quasi eine Opferdatei, um zu hoffen, dass es infiziert wird. Das macht Reverse Engineering natürlich einfacher. Wir sehen, was passiert da. Eine Datei wird geöffnet, es werden 2 Bytes davon gelesen und es wird wieder geschlossen. Und das Ganze wird immer wieder wiederholt. Zwischendurch wird der Filepointer verschoben, also es werden verschiedene Teile der Datei gelesen. Wir geben einen String aus. Und ja, das war es dann auch schon. Es gibt ein paar Systemaufrufe hier, die wir uns genauer anschauen. Zum Beispiel das Open File, öffnen der Datei. Wir möchten auch wissen, was wird in die Datei geschrieben. Und wir wollen auch wissen, welche Dateinamen es aufruft. Das ist auch ein interessanter Test, um schauen, ob der Code funktioniert. Dazu müssen wir etwas tiefer in die MS-DOS-Runtime schauen. Das Ganze ist im 16-Bit-Modus, Legacy-Modus. Das sind quasi alle Register, die ihr habt im 16-Bit-Modus. Wie schon gesagt, AHA, das Register AHA, ist das, was ihr nutzt, um den Systemaufruf zu spezifizieren. AHA ist die Hälfte von AX. Das ist ein 8-Bit-Register, weil manchmal wollen die Leute einfach nur 8-Bit. Warum auch immer. Ja, es spart halt Speicherplatz. Und das ist die Definition eines Systemaufrufs, um etwas auszugeben, um einen String auszugeben. Also man sagt AHA gleich 9 und den zweiten ist ein Pointer, der auf den String zeigt. Macht zuerst nicht so viel Sinn für mich, aber jetzt müssen wir uns schauen, wie Speicherverwaltung oder Speicher in diesen alten CPUs überhaupt aufgebaut ist. Es sieht im Grunde genommen so aus, man hat eine 16-Bit-CPU, 64 Kilobyte oder 20-Bit-Adresse und etwa 1 Megabyte RAM. Also das ist das Maximum von MS-DOS im 16-Bit-Modus. Das Maximum, was das physikalisch sehen kann, ist 20 Bits. Die Frage ist jetzt, wie kann man denn alles... Also 16-Bit wäre nur 64 Kilobyte und darum hat man einen Trick angewandt, damit man auch bis zu 1 Megabyte adressieren kann. Es gibt verschiedene Segmente in Memory.
die man angeben muss bei der Adresse. Und ja, kurzer Crashkurs mit Segmentregistern. Stellt euch vor, ihr habt einen großen Speicherbereich. Wir können aber nur 16 Bit auf einmal anschauen. Aber wir können dieses Fenster hin und her schieben im Speicher, um also quasi unsere Ansicht verändern. So können wir Daten im ganzen System hin und her schieben. Und diesen Final Pointer können wir dann nutzen, um zu sagen, wie weit hinein in das Memory, in das Speichersegment man schauen soll. Das ist quasi ein Multiplikator. Also wenn ein Datensegment, zum Beispiel Datensegment 100, dann müssen wir 100 mal 16 rechnen und dann findet man so den Offset. Das geht dann so weiter. Also mit einer 16-Bit-CPU, man hat General-Purpose-Register. Es hat relativ wenige General-Purpose-Register. Andere Architekturen haben mehr. Moderne GPUs haben Hunderte oder Tausende. Aber das hat eigentlich mit x86 nicht so geändert, wegen Rückwärtskompatibilität. Nur wurden die Register inzwischen breiter. Und auch von 32-Bit auf 64-Bit wurden die Register noch einmal breiter. Also, wir haben heutzutage viel Malware. Wir möchten wissen, was in diesem Archiv alles passiert. Und wir möchten das alles irgendwie automatisiert machen. Also was müssen wir jetzt machen? Wir machen uns eine Checkliste, wie man die Malware analysieren kann. Wir müssen also unsere Systemcalls anschauen, welche Daten werden gelesen, geschrieben, den Syscalls übergeben. Idealerweise wissen wir die 100 Bytes von diesem Data Pointer, aber es ist sehr praktisch, das zu wissen. Zum Beispiel zu wissen, welche Dateien geöffnet werden. Wir sollten wahrscheinlich auch den Bildschirm aufnehmen. Und das können wir machen. Es braucht wahrscheinlich recht viel CPU-Zeit. Und wir finden nichts. Wir haben viel ausgeführt, aber das meiste hat einfach nichts gemacht. Wenn wir jetzt das Warum ist das so? Wir sehen die ganzen Systemaufrufe und hier ist wird zum Beispiel das Datum aufgerufen. Und das erste Problem ist da, ja, viele MS-DOS-Viren haben ja keine Internetverbindung und darum wird häufig auf das Datum zurückgegriffen. So, die nutzen dann auch 8-Bit, um Platz zu sparen. Also ein naiver Weg ist, man führt den Virus aus. Wir versuchen verschiedene Datumswerte und schauen, ob sich damit etwas ändert, wenn man ein anderes Datum wählt. Und dann hat man quasi einen neuen Testfall gefunden. Das Problem ist, das braucht alles 50 Sekunden CPU-Zeit, weil das Emulieren vom MS-DOS halt so viel braucht. Oder wir können uns das ein bisschen cleverer anschauen. Wenn wir darüber nachdenken, dann sind wir im Interrupt-Händler. Wir sehen die inneren Teile des Interrupt-Händlers. Der Interrupt-Händler ist das einzige, wo wir wissen, dass es konsistent ist, weil MS-DOS die Malware irgendwo hinladen könnte. Aber wir wollen wissen, wo der Code tatsächlich ist, zu sehen, welcher Code als nächstes ausgeführt wird. Das heißt, wir schauen in den Stack. Wir haben wieder ein Stack-Segment und einen Stack-Pointer. Als erstes haben wir den Interrupt-Pointer und dann sehen wir direkt,
was nach dem Interrupt ausgeführt wird, dann fügen wir einfach ein paar Dinge auf unsere Checkliste hinzu. Wir fügen einfach diese Stack-Adresse hinzu. Wir sehen, wir führen danach einen Compare aus mit DL auf 0x1e. Falls der Vergleich als gleich aus gewertet wird, wird es dorthin gesprungen, ansonsten woanders hin. Wenn wir wieder zurück zum Syscall gehen, dann sehen wir, dass DL der Tag ist. Damit können wir uns anschauen, wenn 0x1e ist 30, das heißt, am 30. gehen wir dorthin, versus woanders gehen wir woanders hin. Wenn wir das immer wieder machen, dann sehen wir aus den 17.000 Dingens Runs machen, dann sehen wir, dass 4.700 davon Datum und Zeit checken. Das sind auch die schwierigsten, weil die verstecken irgendwas. Wir haben ein Code-Sample, was wir uns anschauen, wenn wir returnen. Das Problem ist, wir können es nicht brute-forcen. Wir müssen irgendwas bauen, um das besser zu machen. Wir müssen den schlechtesten x86-Emulator der Welt bauen. Ich nenne ihn Ben x86. Jeder Speicherzugriff bricht die Emulation ab. Push macht nichts, Pop bricht wieder die Emulation ab. Die meisten Sachen, die implementiert sind, sind Jumps. Und das kann dann ausgeführt werden mit einem Register-Snapshot und im Code-Sample einen kleinen. Die meisten Malwares hatten bloß drei verschiedene Code-Pfade. So haben wir 17.000 Beispielviren und etwa 10.000 davon nutzen eben Datenteilsvariation. Und das sind ein paar davon, zeige ich euch jetzt. Das ist ein Virus, der am 1.1980 nichts macht, aber am Neujahrstag sagt er das da. Jedes Programm macht das. Die Maschine hängt sich auf und man kann nicht mehr arbeiten. Das kann jetzt schön sein, weil man dann am Neujahrstag nicht arbeiten muss, aber es kann natürlich auch mühsam sein. Ein anderes Beispiel, das sind halt normale Dateien, die auf dem Betriebssystem drauf wären und daran ist das Virus angehängt. Und was wir jetzt finden, ist das. Ich denke, das ist sehr interessant. Es sagt halt, man wurde im vorigen Jahr von einem Virus infiziert, quasi. Und aus irgendeinem Fall ist das ja hübsch. Ja, der Autor des Virus sagt, hey, du wurdest im Fall infiziert und ja, ich entferne mich jetzt. Und es scheint auch, als wäre da halt vielleicht auch McAfee dahinter. Das war damals, als John McAfee auch tatsächlich geschrieben hat. Ja, sehr interessante Zeiten. Ein weiteres Beispiel. Diesen fand ich etwas obskur, etwas undurchsichtig. Am 8. November 1980 oder wahrscheinlich jedes Jahr macht es aus jedem Null einen kleinen Glyphen, der Hate sagt. Wenn das jemand von euch versteht, dann helft mir. Was heißt das? Ist das Kunst? Ist das? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Es könnte eine CCC-Variante geben, die Mate schreibt.
ja, ein weiteres gutes Beispiel, also das letzte, was ich eigentlich etwas, was ich eigentlich von einem Programm nie sehen möchte, ein Fehler, das Laufwerk C zu essen. Ja. Ja. Also könntest du bitte deine Änderungen ändern, damit ich dein Dateisystem essen kann. Und ja, jetzt mein Favorit, es bricht halt ab, das hier, das ist das Copypasta-Seal-Virus-Version. Ich bin ein Mörder, ich hasse auch Aladdin, ich werde ihn killen, ich werde dich umbringen und so weiter. Der Virus ist sehr gefährlich, mächtiger als Gott. So, das war das letzte Beispiel. Vielen Dank für eure Zeit. Ich bin offen für Fragen und für Vorschläge, falls ihr dieses Thema eventuell besser kennt als ich. This totally brings tears to my eyes with nostalgia. Das hat mich jetzt total nostalgisch gemacht. Hier haben wir Mikrofone im ganzen Raum, 1, 2, 3, 4. Vielleicht auch Fragen aus dem Internet. Kommt einfach zu den Mikrofonen als Erinnerung. Eine Frage ist ein bis zwei Sätze mit einem Fragezeichen dahinter und keine Lebensgeschichte. Schauen wir uns mal an. Microphone number one, just because I can see it easiest. Let's go for it. Mikrofon Nummer eins. Hi Ben. Hallo Ben. Danke für den Vortrag. My question would be, did you do any analysis on hast du eine Analyse darüber gemacht, welcher mehr künstlerisch war und welche mehr Schaden machen? Die meisten machen etwas Schaden, also es gibt solche, die zum Beispiel alle Dateien löschen, und es gibt auch solche, als so quasi die sich als Virus-Scanning-Tool verstecken oder ausgeben. Das ist dann sehr böse. Aber ich habe keine gefunden, die wirklich sehr brutal bösartig waren. Das ist natürlich heute anders, oder? Heute, wo man, ja, Spitäler werden, gehen down mit Kryptolockern. Weitere Frage von drei. Viele industrielle Kontrollsysteme benutzen DOS. Was ist die Gefahr von DOS-Malware von damals? Es ist unwahrscheinlich, dass ein solches System heutzutage noch mit DOS-Malware in Kontakt überhaupt kommen wird, weil also damals war das Haupteinfallstor, wenn man irgendwie gekrackte Programme heruntergeladen hat, WARES. Es wäre natürlich interessant, wenn man heutzutage noch etwas finden würde, das aber noch nicht so 20 Jahre alt ist, sondern sich. Hast du irgendwelche Bedingungen gefunden, die nicht datumsbasiert waren? Einige versuchen, die Datumserkennung zu umgehen. So, das ging mir zu schnell. Entschuldigung. Also, es gibt solche, die im Hintergrund laufen und den Systemtimer abfragen. Manchmal kann aber der Systemtimer auch nicht existieren. Das ist ein etwas blöd für ein Virus. Und ich habe auch ein Beispiel gesehen, der zum Beispiel nach 100 Tastendrücken etwas gemacht hat. Das ist dann schwierig zum automatisch testen, und das kann man halt schwierig in 17.000 Beispielen machen. Noch eine Frage aus dem Internet. Habt ihr die Quellcode oder hast du den Quellcode von der Malware? Ist es irgendwo publiziert?
Man findet immer noch Dumps davon, von einem VX-Heaven an vielen Torrent-Websites, aber es gibt bestimmt auch Kopien davon auch auf anderen Webseiten. Mikrofon Nummer 1. Hallo, ich bin Joe. Danke für den Talk. Ich habe mich gefragt, hast du irgendwas über Verwundbarkeiten oder Viren oder so gelernt, was heute noch beigebracht werden sollte? Irgendetwas, was heute unterrichtet werden soll? Also x86 war ein Fehler, das habe ich herausgefunden. So, I'm not seeing also, oh, no, there is. Okay, one more. Ich sehe keine Fragen mehr. Ach doch, eine Frage aus dem Internet. Hast du Malware-Samples gefunden, die Dummy-Binaries vermieden haben? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist etwas kompliziert. Einige Viren, also ich muss ein bisschen, ich versuche da mal was zu zeigen. Zu viele Folien. Tut mir leid. So, da sind wir. Also, ich habe euch jetzt gezeigt, die Malware wird am Ende angehängt, weil aber einige Beispiele haben die Größe der Datei nicht verändert und haben sich einfach in bestimmte Bereiche eingenistet. Das kann natürlich unbekannte Konsequenzen haben. Und wenn das Programm zum Beispiel davon ausgeht, das sind jetzt irgendwelche Nullen, dann ist er zum Beispiel überrascht, ja, jetzt haben wir da Malware drin. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das relativ gut und es ist halt Antivirus-Software von damals hat häufig nur die Dateigröße getestet und so konnte man es natürlich gut umgehen. Gibt es Viren, welche versuchen, den Virenscanner zu umgehen? Ja, viele Samples machen das, suchen Dateien von Antivirus-Software, aber es ist schwierig, solche zu finden. Es gab auch noch nicht so viele Antivirenprodukte damals. Es war jetzt eher so ein Nischending. Microsoft hat zum Beispiel ein eigenes Antivirus mitgeliefert zu Amstos oder geliefert zu Amstos. Es gab Antivirensoftware, aber die meisten waren wohl nicht so effektiv. Any more questions? Noch weitere Fragen? Oh, right. Another one from the internet. It's interesting that the internet is querying MS-DOS. Es ist interessant, dass das Internet die ganze Zeit über MS-DOS Fragen stellt. Hast du die Diagramme von Hand gezeichnet oder hast du dafür ein Tool? Oh, so viele Stunden. Nein, es gibt viele gute Tools. ASCII Float zum Beispiel ist ein so super Tool, fantastisch. Es ist aber wahrscheinlich nicht so gut maintained, unterhalten. Mikrofon Nummer 1. Veröffentlichst du die Tools, die du schreibst? Ich werde die veröffentlichen, wenn sie weniger hässlich sein werden. Also ich werde definitiv alle automatischen Malware-Runs veröffentlichen, so dass man danach auch einfacher googeln kann. Das Schwierigste daran war überhaupt Informationen zu bestimmten Viren zu finden, weil man kann nicht einfach googeln, wie heutzutage immer aktuelle. Mikrofon Nummer 1 zuerst. Hast du Viren gefunden, die irgendwie eine Signatur drin hatten, also von dem Autor? Ja, da gibt es viele Beispiele dafür, also viele erwähnenswerte Beispiele. Viele haben eine Art, also die Viren haben zum Beispiel Namen. Häufig wurde dieser Name encodiert in den Virus. Also dann sieht man, ah, man
dieser Virus sollte so und so heißen. Da gibt es ein berühmtes Beispiel, ist die Brain Malware, wo tatsächlich eine Adresse und eine Telefonnummer von dem Autor, ich glaube in Pakistan, drin war. Mikrofon 2. Mikrofon Nummer 2. Hattest du Chance, Viren anzuschauen, die nicht die Dateien verändert hatten? Zum Beispiel der größte Virus der Zeit, welcher nur den Master Boot Record verändert hat? Ja, ich habe den Amber angeschaut, aber da war ein bisschen ein Zeitproblem mit diesen Datum-Zeit-Kombination zusammen mit Ampere-Anpassungen ist nicht so einfach. Das werde ich in der Zukunft noch machen. And we have yet another question from Und noch eine Frage aus dem Internet. Es ist sogar wieder von demselben Typen. Ist der Ben X86-Software offen? Kann man das irgendwo im Internet irgendwo sehen? Wird sie wahrscheinlich sein, ja, wie ich vorher schon gesagt, es ist eigentlich halt dafür designt, dass es nicht immer richtig funktioniert. Und ja, es ist noch nicht so schön und ja. Also, das ist die Feature-Liste davon. Gibt es noch Folgefragen aus dem Internet? Ich weiß nicht, wie ernst das ist. Wäre es eine gute Idee, Machine Learning zu benutzen, um neue DOS-Malware von den bestehenden Samples zu generieren? Gelächter im Saal. Es wäre wahrscheinlich keine gute Idee, aber ich mag die Art, wie du denkst. Actually, I saw somebody trying to use NLP. Ich glaube, ich habe sogar jemanden gesehen, der Natural Language Processing benutzt hat, um Viren zu generieren. Man kann eigentlich sogar Markov-Chains benutzen dafür. Versucht das nicht zu Hause. Tut es einfach nicht. Ich glaube, das war's dann mit den Fragen. Vielen Dank an Ben und damit verabschieden auch wir uns aus...